Ein herzliches Willkommen an alle Gewerkschaftsmitglieder der Bau- und Holzarbeiter Internationale. Faber-Castell ist ein Unternehmen, das eine außergewöhnlich lange Tradition hat. Es wird seit 8 Generationen in Familienhand geführt. Und wir sind besonders stolz darauf, dass wir, was soziale Verantwortung und auch Umweltbewusstsein, eine führende Rolle spielen. Derjenige, der die Werte, die wir nach wie vor bei Faber-Castell befolgen, ins Leben gerufen hat, war Lothar von Faber in der 4. Generation. Er hat sich durch unterschiedlichste soziale Leistungen verdient gemacht und seine sozialen Institutionen waren so bedeutend, dass eine Delegation von Napoleon III. Nach Stein kam, um diese Institution sich anzusehen. Für uns in der 8. Generation ist es nach wie vor eine Verpflichtung, nach den Werten von Lothar von Faber zu leben, insbesondere was soziale Verantwortung betrifft. Und wir glauben, dass man durchaus gesundes Streben nach Ertragskraft mit Werten wie Anstand, Bescheidenheit, Achten des Mitmenschen vereinbar sind. Besonders freut mich, dass wir inzwischen schon vor 13 Jahren als eines der ersten Unternehmen eine Sozialcharta mit der IG Metall unterzeichnet haben. Später kam ja noch die Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter mit dazu. Ich freue mich, dass die Sozialcharta auch bewirkt hat, dass wir vertrauensvoll mit der BHI zusammenarbeiten. Und ich wünsche mir, dass diese enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit die beiden Seiten ja zugutekommt, auch noch lange bestehen bleibt. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Konferenz und interessante Gespräche.